Mann vom Chaos Computer Club, um uns einen kurzen Ausblick zu geben auf das, was uns Ende des Jahres, Ende des Monats beim Chaos Communication Kongress in Hamburg erwartet. Bist du schon soweit oder soll ich noch versuchen, irgendwie was zu erzählen? Okay, dann herzlich willkommen, Linus. Vielen Dank, dass du da bist. Wenn der HDMI kann, kann ich auch selbst. So kann ich nicht. Ah. Ja, es ist immer schwierig, wenn man gebeten wird, doch einen Ausblick auf eine Veranstaltung zu liefern, die noch nicht stattgefunden hat und bei der man irgendwie auch selber so ein bisschen mitmacht. Und deshalb muss ich, glaube ich, zu Beginn sagen, alles, was ich jetzt hier sage, ist eine völlig random Auswahl an Programmen. Jeder Besucher und jede Besucherin des Kongresses findet da ihren eigenen Weg und das, was sie selbst interessiert. Und deshalb ist es wichtig, sich das Programm selber auszusuchen. Ich habe jetzt einfach ein paar Sachen rausgenommen nach den Kriterien. Könnte euch vielleicht interessieren und ist vielleicht zu wenig beachtet. Aber was ist überhaupt der Kongress? Muss ich das noch erzählen, weil ich... Okay, wunderbar. Dann so. Camp kennt ihr auch, war im Sommer, okay, ja, war auch cool, hatten wir Gewitter. So, beim Kongress haben wir mehrere Tracks, ich weiß nicht genau wie viele, aber ihr werdet das am Ende zählen können. Ich habe jetzt aus jedem Track so ein paar Sachen rausgewählt oder manchmal auch nur eins. Ein Track, der natürlich medial häufig nicht so aufgenommen wird, also der Chaos Communication Congress ist in der medialen Wahrnehmung und natürlich auch vom Großteil des Programmes Netzpolitik und IT-Security. Aber wir haben ja auch Kunst und Kultur und da gibt es dieses Jahr einen wunderschönen Vortrag von Henrik Plötz, der sich mit der Kunst, die er schaffen kann, in QR-Codes auseinandersetzt. Er hat irgendwie festgestellt, dass die so Fehlerkorrektur haben und diese Fehlerkorrektur ermöglicht ihm natürlich auch so ein bisschen QR-Codes anders zu bauen und da irgendwie trotz der schönen Regeln, die so ein QR-Code vorschreibt, wie er gepasst wird und wie er aussehen muss, da noch schöne Bildchen draus machen kann. Im Track Entertainment bin ich sehr froh, eine Ankündigung zu machen, wo ich sehr froh drüber bin. Und zwar haben wir dieses Jahr wieder Hacker Jeopardy. Hacker Jeopardy hatte letztes Jahr eine kurze Pause. Da geht es also um Jeopardy mit Hacker-Themen. Ich glaube, das Unterhaltsame am Hacker Jeopardy ist, dass eigentlich dass sowohl die Leute, die dort sitzen, als auch die Leute im Publikum in den seltensten Fällen die Antworten wissen. Und deswegen ist das auch eine lehrreiche Veranstaltung, die sehr amüsant immer gehalten wird im Abendprogramm. Dann haben wir natürlich den großen Track Ethics, Society and Politics und das ist natürlich ein Track, der in diesem Jahr, ich meine, es gab schon Kongresse, wo man mehr gute Laune hatte beim Füllen dieses Tracks. Ich meine, wir blicken jetzt auf, was haben wir jetzt, Vorratsdatenspeicherung, ja. Netzneutralität, auch nicht so gut gelaufen, jetzt Netzsperren jüngst. Also für diejenigen, die da ein bisschen zu euphorisch werden vor lauter Kunst, Kultur und Hacking, die können dann auch ein bisschen über den NSA-Untersuchungsausschuss lachen. Da haben wir Anna Biselli von Netzpolitik.org, die ja auch dort jetzt immer das Live-Blog macht. Und dann haben wir uns gedacht, mit einem Vortrag von ihr reicht es eigentlich nicht. Da müssen wir auch noch die Live-Lesungen aus den NSA-Untersuchungsausschuss-Protokollen haben, die Anna zusammen mit Konstanze macht. Konstanze ja auch bekannt vom CCC und von Netzpolitik.org. Und die Weltraumtheorie wird natürlich auch dort gewürdigt werden. Unsere Depressionen müssen wir natürlich auch pflegen. Wir müssen auch unseren Ruf als Schwarzsager pflegen. Ich habe extra hier so einen schwarzen Hintergrund gemacht. Und den Langzeitbesuchern unter euch ist vielleicht noch dieser Vortrag bekannt. We Lost the War, beim 22C3 in Berlin im BCC gehalten, wenn ich mich nicht täusche. Und da haben wir hier 10 Years After We Lost the War im Programm, wo Rob und Frank uns erzählen werden, warum das alles halt vielleicht sogar noch viel schlimmer gekommen ist, als sie gesagt haben, oder vielleicht auch besser, wir werden es erleben.
Einer, der natürlich nicht fehlen darf, ist Markus Beckedahl. Dieses Logo sehe ich hier sowieso auf den ganzen Hoodies. Aber die Geschichte muss erzählt werden und deswegen wird auch er dort sein. Ein weiteres Projekt, was, glaube ich, so das einzige euphoriestiftende Projekt dieses Jahres ist, ich weiß, damit trete ich jetzt vielen auf die Füße, ist natürlich Let's Encrypt. Let's Encrypt, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen schon public ist, aber es gibt auf jeden Fall schon die Beta, ist gratis HTTPS bzw. SSL-Zertifikate für jedermann. Das heißt, es gibt einfach bald keine Ausrede mehr, warum man einen Dienst, der auf seiner eigenen Domain läuft, auf seiner eigenen IP-Adresse, nicht über eine SSL-Verbindung laufen lässt. Und das ist natürlich ein großer Durchbruch, über den ich mich sehr freue. Und wir hatten beim CAMM schon einen Vortrag über die technischen Herausforderungen, überhaupt eine Certificate Authority für die Welt zu machen. Und werden jetzt eher so ein bisschen über die politischen Herausforderungen eines solchen Unterfangens berichtet bekommen. Ich glaube von Roland Shoemaker. Eher trauriges Thema, Save the Internet, aber wir haben den besten Referenten zum Thema der Netzneutralität, Thomas Lohninger, sicherlich auch vielen bekannt als Autor bei Netzpolitik.org und vor allem als Aktivist bei EDRI in Brüssel, der für den Erhalt der Netzneutralität bis zuletzt gekämpft hat und jetzt auch weiterkämpft. Ja, der stellt sich hin und sagt, okay, was müssen wir jetzt machen? Ich denke, das ist genau die Einstellung, die man haben muss. Ein für viele vielleicht trauriges, aber für die meisten amüsantes Thema haben wir auch im Programm. Wir wurden da von der Presse sehr viel zu gefragt, haben uns da als Club eher geschlossen zugehalten, aber wir haben einen Insider aus der Automobilbranche, der uns das mal alles erklären wird mit dem Abgas und den Bits. Und Freifunk ist natürlich ein lange gepflegtes, lange gehegtes Thema bei Kongressen und hat insbesondere jetzt durch die Vernetzung von Flüchtlingsunterkünften nochmal eine ganz andere wichtige Bedeutung bekommen. Und ich freue mich persönlich über die vielen Aktivitäten, die wir bundesweit in dem Bereich in der Freifunk-Community sehen. Und entsprechend freue ich mich auch da auf den Vortrag. Hardware and Making, das Spielen, der Spaß am Gerät, immer ein konstituierendes Merkmal des CCC gewesen, darf natürlich auch nicht fehlen. Und da bekommen wir von Seck und Schneider jetzt endlich mal gesagt, was ihr alle oder wir alle mit diesen Radio Badges anfangen können, die wir beim Camp an alle Besucher verschenkt haben. Die waren eigentlich, also ihr habt den mit dem Ticket bezahlt, aber wir haben die dann so getan, als wäre das ein Geschenk. Und dann gibt es natürlich viel Spielerei, auch wer schon mal beim Kongress war, weiß, es gibt da immer die Lockpicker und auch so diese physikalische Security-Methoden haben uns auch immer interessiert. Und da haben wir einen schönen Vortrag über 3D-gedruckte Schlüssel. Der gewinnt natürlich jetzt an Relevanz, seitdem die 3D-Modelle der ganzen TSA-Schlüssel, also der Generalschlüssel, die die Flughafensicherheit der USA für alle möglichen Koffer hat, im Internet gelandet sind. Und 3D-Drucker haben wir auch da. Ich glaube, das könnte noch ganz amüsant werden. Science ist ein Track, den wir auch pflegen und den ich auch immer mit großem Interesse verfolge, vor allem, weil ich da in der Regel überhaupt gar keine Ahnung von habe, deswegen kann ich da auch nur einen Talk von vorstellen, wo ich dachte, ich weiß grob, was Quantenphysik ist und wir werden einen Talk über Quantenphysik und Kosmologie haben. Will da noch jemand was zu sagen? Nein, eben das. Also ich möchte mir den auf jeden Fall anschauen, deswegen habe ich den hier euch mitgebracht, damit ihr den auch schauen könnt. Security, das andere große Thema beim Kongress, also wir haben natürlich so auch, das merkt man auch in der Verteilung der Slots, wir haben mehr in Security und Politik als in den anderen Slots. Da haben wir natürlich nach wie vor große Herausforderungen. Ein fast klassisches Vortragspaar beim Kongress sind DJ B und Tanja Lange, die uns hier über Post-Quantum-Computing-Hacks unterhalten werden, sich also damit auseinandersetzen, wie Kryptographie in 20, 25 Jahren noch funktionieren soll. Denn wenn diese Androhungen mit den Quantencomputern irgendwie einen Rückhalt haben und ich weiß von einem
Vortrag beim Kongress letztes Jahr, dass sie tatsächlich einen Rückhalt haben, dann müssen wir uns irgendwas in der Kryptographie einfallen lassen und da sind DJB und Tanja Lange auf jeden Fall Leute, auf deren Urteil ich da trauen würde. Mobilfunk wird immer wieder schön kaputt gemacht beim Kongress und auch hier haben wir eine Einreichung, Dissecting Voice over LTE. Das ist also im LTE-Standard, also in dem, was 4G ist, in den modernen Handys drin. Die sprechen jetzt Voice-over-IP, aber es musste ein bisschen geändert werden und noch beschissener werden und Voice-over-LTE heißen. Und es musste auch ein lustiges Logo kriegen. Und deswegen machen wir es kaputt. Dann natürlich Online-Banking ist auch immer so eine Frage. Das war jetzt auch schon häufig in den Medien mit diesen App-TAN oder TAN-Apps oder App-basierten TAN-Verfahren, dass man also statt einer TAN-Liste eine App hat, die TANs generiert. Und es stand auch schon in der Zeitung, warum das eine schlechte Idee ist. Und wir haben noch einen Vortrag hier, um das nochmal zu manifestieren. Gesundheit. Philosophy ist ein Track, den wir erst seit kurzem im Programm haben, den ich aber enorm wichtig finde von seiner Aussage her. Eigentlich nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern auch in der Wissenschaft ist es so, dass man über die Niederlage, über das Versagen, über den Fail nicht spricht. Der Fehler, den ich gemacht habe, der Misserfolg, den ich hatte, der ist ein Schandfleck an mir selbst und meiner Community und über den wird nicht gesprochen. Ja, ein wissenschaftliches Paper, was sein Ziel nicht erreicht, wird sein oder was die Hypothese nicht widerlegt, wird nicht veröffentlicht und Projekte, die krepieren, werden sang- und klanglos begraben. Und es ist, glaube ich, ein großes Problem für uns alle, dass wir daraus nicht lernen. Und dass wir nicht den Mut haben, von unseren Fails zu berichten. Und das wollen wir mit diesem Philosophy-Track ein bisschen ermutigen, dass das mehr geschieht. Auf dass wir alle von den Fehlern anderer lernen, statt sie nochmal zu machen. Da haben wir von Nick Sullivan sehr technischen Talk natürlich über die Implementierung von Transport Layer Security, also von Verschlüsselungsbibliotheken. Und der sich dann einfach mal die Frage stellt, ich meine, wir haben uns da alle schön auf dieses SSL immer verlassen und auf das TLS 1 und hast du alles nicht gesehen. Und dann haben wir aber irgendwie immer wieder nach Jahren fürchterliche Schwachstellen da drin gehabt und er geht denen so ein bisschen auf den Grund. Das war jetzt so ein kleiner Ausfall, eine kleine subjektive Ausfall und alle, die nicht mit drin waren, werden jetzt sauer sein und die drin waren, werden sauer sein, weil ich ihren Talk nicht vollständig gewürdigt habe oder was Falsches drüber gesagt habe. Deswegen komme ich jetzt zum anderen schönen Sachen des Congress. Wir fahren ja seit 2013, also jetzt zum dritten Mal, das System der Chaospatinnen und das ist darauf ausgerichtet, neue Besucher und Besucherinnen auf dieser Großveranstaltung, wir reden da von einem kleinen Kongresszentrum, das zufällig eines der größten in Deutschland ist, mit um die 12.000 Besuchern und das kann einen durchaus mal überfordern und wir hören auch immer wieder von Menschen, die zum ersten Mal da waren und die zum ersten Mal hingegangen sind und das war bei mir beim ersten Kongressbesuch auch nicht anders, dass man vielleicht so ein bisschen Sorge hat, ne? Passe ich da hin, wer ist da überhaupt und vielleicht hacken die mich oder vielleicht bin ich gar nicht Hacker genug und dann lachen die mich aus, weil ich Windows benutze oder so. All das sind natürlich begründete Ängste, aber unbegründete Szenarien, um die man sich da Sorge macht. Und jetzt geht's runter hin. Deswegen haben wir das Projekt der Chaospatinnen, wo Leute, die schon öfter dort waren, neue Besucher und Besucherinnen quasi willkommen heißen, ihnen eine Bezugsgruppe bieten, einen Rückzugsraum bieten und so ein bisschen so auf dem ersten Tag sie willkommen heißen, so ein bisschen zeigen, wo alles ist, wie das läuft und einfach da sind, wenn man Fragen hat. Und in der Regel läuft das so, dass diese Grüppchen, die sich dann bilden, irgendwie innerhalb der ersten paar Stunden, dann sieht man sie nie wieder, weil sie dann weg sind und sich an diesem Kongress erfreuen. Und das ist genau das Ziel dieses Programms, eben den Leuten, die zum ersten Mal dorthin kommen, die Angst zu nehmen. Und Jugend hackt. Daniel hatte das gerade schon erwähnt, dass viele Leute aus dem CCC bei den verschiedenen Jugend hackt Events als Mentoren mitgearbeitet haben. Das ist bei Jugend hackt nichts Besonderes, da gibt es immer sehr viele Mentoren und
bei der Abschlussveranstaltung in Berlin ist so ein paar Mitgliedern des CCC dann irgendwie so die Kinnlade runtergegangen, ähnlich wie euch gerade. Wir haben dann gesagt, okay, wir laden die jetzt einfach alle zum Kongress ein. Und nicht nur kriegen die jetzt die extrem vergünstigten Tickets, sondern auch einen Slot in einem Saal. Das habe ich euch aber noch nicht gesagt. Aber also ihr müsst jetzt mal so... Wir haben wahrscheinlich um die 40, 50 Teilnehmer von JugendHack dort und werden es ihnen abnötigen, auf einer Bühne stolz ihre Projekte zu präsentieren. Und dann könnt ihr das auch live sehen und nicht nur hier nacherzählt. Für diejenigen, die die Veranstaltung trotzdem nicht besuchen wollen, gibt es nachher einen Reichtum an Aufzeichnungen auf mediaccc.de und die Veranstaltung selbst eben vom 27. bis 30. Dezember, also in dem Zeitraum, den man zwischen den Jahren nennt, in Hamburg. Und damit danke ich euch und wünsche euch viel Freude beim Kongress. Vielen Dank fürs Lustmachen. Gibt es, wahrscheinlich eher nicht, ne? Rückfragen, Kommentare an der Stelle? Ja, bitte. Ein Ding nach dem Kongress, kommen ja viele von euch gleich wieder nach Berlin zurück und wollen dann hier vielleicht auch noch irgendwas erleben. Ich suche gerade, weil ich auch von den Neusplitch-Leuten gefragt wurde, Helfer, Mithelfer, Koordinatoren für eine Journey to the End of the Year 2015 in Berlin. Wer Interesse daran hat, schreibt mich bitte an, Riot, wie der Aufstand, R-I-O-T, @cbase.org. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay, ansonsten bist du wahrscheinlich auch noch einen kleinen Augenblick hier und kannst direkt angesprochen werden. An der Bar. Okay. Linus ist auch noch da und kann im Zweifelsfall noch was zum Kongress erzählen, so wie ganz viele andere auch. Okay, dann vielen Dank Linus und ja, vielen Dank allen, die heute mitgemacht haben, die hier heute was vorgetragen haben, die uns haben teilhaben lassen an ihren Projekten und Aktionen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart und so aufmerksam zugehört habt und euch interessiert habt. Vielen Dank an die Seabase, dass wir hier wieder zu Gast sein durften mit unserem kleinen netzpolitischen Abend. Vielen Dank an Seven für die Technik. Vielen Dank an Gary und Smurp für die Videoaufnahmen. Und ja, das war es für dieses Jahr. Nicht das beste netzpolitische Jahr, kann man vielleicht sagen, aber es muss ja weitergehen. Und zwar zum Beispiel am 5. Januar mit dem 44. Netzpolitischen Abend. Dann unter anderem mit den Themen besorgte Bürger im Netz und Nacktbilder. Also zwei verschiedene Themen, nicht als ein kombiniertes Thema. Bis dahin, schönen Abend noch.